Was ist denn das für ein Katzenspielchen hier? Kommen Sie mal weg von der Frau. Das bringt hier nichts. Milan Juric und Nina Sassen sind mit ihrer neuen Auftraggeberin verabredet. Welche Informationen haben die Privatdetektive bis jetzt? Könnte ein ganz brisanter Fall werden. Es handelt sich hierbei um eine Prostituierte, die massiv bedroht wird. Und ja, jetzt hoffen wir mal, alles Weitere von ihr zu erfahren. Kurz darauf lernen die Privatdetektive Monique Bell kennen. Die 27-Jährige ist erleichtert, die Privatermittler zu sehen. Mit einem handgeschriebenen, anonymen Drohbrief fing der Psychoterror vor 2 Wochen an. Hör auf mit deinem Dreckschub. Ich bin mir sicher, dass es die Schlange ist von oben. Die Mika. Ich bin mir sicher, dass sie es war. Entschuldigung, aber was stinkt denn hier so? Das ist das Paket, was ich heute Morgen bekommen habe. Nina Sassen und Milan Juric wollen das Paket sehen. Irgendjemand will die junge Prostituierte systematisch fertig machen. Ich brauche auf jeden Fall jemanden, der mir irgendwie helfen kann. Und deswegen habe ich sie angerufen. Das werden wir auch tun. Also, sie scheinen ja wirklich bedroht zu werden. Also nochmal zu der Kontrahentin. Das ist ihre ehemalige Freundin, die wohnt Stock drüber. Ja, genau. Okay, und Sie haben irgendeinen Beweis, also handfeste wahrscheinlich nicht, aber irgendeinen Beweis, dass sie es sagen Ich habe auch schon der Polizei das alles gemeldet, aber die kümmert sich einfach nicht drum. Jetzt müssen wir uns halt nur überlegen, wie wir das am besten machen, weil von außen können wir das nicht immer mitkriegen, wenn sie ja hier im gleichen Haus wohnt. Deswegen ist vielleicht nicht schlecht, das ein bisschen irgendwie anders zu machen, wie bei irgendwelchen Nachbarn oder so. Am einfachsten ist natürlich diese Lösung. Hier gegenüber ist ja auch eine Wohnung. Mit dem Guckloch kann man direkt reinschauen, wer hier vor der Tür bei Ihnen steht, wer Ihnen Pakete abliefert, wer irgendwie auffällig aussieht, etc. Wir werden den Flur mit Kameras ausstatten und dann werden wir versuchen, die Nachbarin, die gegenüber wohnt, tatsächlich dazu zu überreden, dass sie uns ihre Wohnung überlässt. Die Idee ist clever. Aber wird die Nachbarin tatsächlich zustimmen? Nina Sassen und Milan Juric bleibt nichts anderes übrig, als ihr Glück zu versuchen. Außerdem haben sie noch ein Ass im Ärmel. Guten Tag. Vielleicht besser guten Morgen. Detektiv Stahl, wir hätten ein Anliegen an Sie. Und zwar geht es um Ihre Nachbarin dabei. Wir reinkommen. Ja, genau. Können wir uns immer unter 6 Augen behalten. Auch wenn der erste Eindruck nicht gerade einladend war, die Wohnung ist und bleibt der ideale Beobachtungsposten. Nina Sassen, mein Name. Hallo, hallo. Erstmal. Ja, das ist mein Arbeitskollege, hallo. Milan Juric. Guten Tag. Es geht um die Nachbarin, um unsere Auftraggeberin letzten Endes. Wir ermitteln im Auftrag, da sie Probleme hat. Unser Anliegen ist es, ihr Personenschutz zu geben. Und dafür würde sich Ihre Wohnung wunderbar eignen, weil dann wären wir direkt zur Stelle, wenn denn irgendwas ist. Das würde uns um einiges erleichtern, sie zu beschützen, ja. Also wir bräuchten auf jeden Fall Zugang zu Ihrer Wohnung, weil es ist einfach die beste Möglichkeit für uns, von dem Guckloch, von Ihrer Türe, alles zu observieren, weil sie ja genau gegenüber wohnt. Ja, das wird aber nur was eng, weil also vor 12 Uhr stehe ich auch nicht auf. So müssen wir gucken, dass wir das irgendwie... Das ist kein Problem. Ja. Wir wollten auch nicht unbedingt so mit Ihnen zusammen hier wohnen während der Zeit. Hier meine Kollegin hat sich überlegt, Ihnen ein Angebot zu unterbreiten. Und zwar, dass Sie auf unsere Kosten so lange in so ein Spa-Hotel, in so ein Wellness-Hotel ziehen. Och, mir hat doch im Leben noch keiner was geschenkt. Jetzt wollen Sie mich aber verarschen, oder? Nee, das meinen wir schon ernst. Das würden wir Ihnen anbieten. Es ist wirklich etwas eng hier für uns und wir bräuchten noch etwas Ruhe, ohne dass jemand die Tür ein- und ausgeht. Das können wir jetzt nicht genau sagen, aber Sie würden dann abgeholt werden von der Limousine von uns. Wir würden Sie schick in ein Wellnesshotel begleiten lassen. Dort könnten Sie entspannen. Da würden Sie Ihre 5 Sachen mal zusammenpacken. Wäre das eine Idee? Ja. Ja, ich werde es wohl machen, ne? Schlafen können Sie auch dort. Grundsätzlich ist das nicht üblich, dass wir uns Observationsplätze kaufen. Es ist ja auch nicht notwendig meistens. Aber in diesem Fall spezifisch ist das schon vonnöten, weil so sind wir ganz nah am Geschehen, sollte irgendwas passieren. Mit dem Kurzurlaub. Mal gucken, ne? Ob es dann auch einer wird. Ne? Und ja, meine Wohnung werde ich vermissen. Ich hoffe, dass sie mir nicht so viel Unordnung machen. Aber ich komme ja bald wieder. Die Detektive haben inzwischen ihre neue Bleibe bezogen. Im Flur ist eine Überwachungskamera installiert. Niemand kommt ungesehen in die Wohnung von Monique Bell. Hey Nina, was machst du da? Hast du Langeweile? Du, sowas gehört zum Haushalt, oder? Findest du nicht?
Ist doch nicht unser Haus. Außerdem hast du nicht gehört? Ja, wir wohnen aber hier und ich würde es schon gern gemütlich haben. Die hat doch gesagt, du sollst keine Unordnung hier machen. Die hat dir das und noch gesagt. Und ich habe ihr gesagt, ich mache sie sich nicht, wahrscheinlich aber ich nur mache in ihrem Chaos zurecht. Tut mir leid, also ich kann so nicht leben. Hier, unsere Auftraggeberin, die geht gerade raus. Du, jetzt lass mal die Sachen fallen. Komm mal her. Was macht die denn da? Das ist doch bestimmt die von oben. Mika T. ist ebenfalls Prostituierte und momentan die einzige Verdächtige. Milan Juric macht sich bereit, denn die Konkurrentin und ehemals beste Freundin der Auftraggeberin wird immer aggressiver. Das könnte eskalieren. Ich geh mal nach vorne. Was soll denn der Piss? Du darfst das so kann es nicht weitergehen. Ich gehe jetzt pleite. Was soll denn das? Bitte komm, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, alles okay. Ich bin jetzt so froh, dass Sie da sind. Wir haben alles im Auge, alles in Ordnung. Die Frau ist wieder weg. Einer der Detektive hat immer den Monitor im Auge. Außerdem stehen Nina Sassen und ihr Kollege mit der bedrohten Auftraggeberin in ständigem Funkkontakt. Hallo, hier die Nina. Du, es steht einer vor der Türe. Es ist ein glatzköpfiger, größerer Herr. Das ist ein Kunde von mir. Gut, alles klar. Hi Monique. Ah, hi. Ja, wie geht's dir? Siehst du wieder traumhaft aus. Schön, komm mal rein. Need somebody. Während die Ermittler noch mit der Zubereitung des Abendessens beschäftigt sind, verlässt der junge Mann eine halbe Stunde später die Wohnung. Haben wir ein bisschen Salz da, weißt du das? Guck mal, da kommt noch ein Kerl. Ja, ich noch mal. Es ist noch mal ein Herr vor der Türe. Pummelig, klein, hat eine Menge Rosen in der Hand. Das ist kein Problem. Das ist Ewald bestimmt. Der bringt mir wieder Blumen mit. Der ist immer so lieb und bringt mir immer Blumen aus seinem Laden mit. Scheint ein bisschen verknallt zu sein. Oh, Ewald, was machst du denn hier? Monique, wie hübsch du wieder bist. Für die schönste Frau der Welt, die schönsten Blumen der Welt. Die Ermittler finden das penetrante Auftreten des Rosenkavaliers sehr merkwürdig. Nur 5 Minuten. Nein, Ewald, das geht heute bitte nicht. Nur 5 Minuten. Er hatte eine Menge Rosen in der Hand, also da muss ein bisschen mehr laufen. Und er ist heulend rausgegangen. Also, ja, den behalten wir auf jeden Fall schon mal im Auge. Es ist spät geworden. Die Detektive wechseln sich mit der Überwachung des Monitors ab. Denn ohne Schlaf leidet die Konzentration. Vieles ist bis jetzt nicht passiert. Wir haben schon spät am Abend. Nichts Auffälliges. Nina hält hier ihren Schönheitsschlaf. Beweg dich! Ronny, lass mal halblang. Komm, ich will nach Hause, ich will ins Bett. Kannst du auch mal ein bisschen ruhiger? Nee, kann ich nicht. Jetzt beweg dich doch. Wenn du alkoholisch verträgst, dann lass es. Na und, ist mir egal, oder? Komm, beweg dich, Pilko. Was ist das denn für ein Typ? Aufgeschreckt durch den lautstarken Streit ihrer Nachbarn verlässt auch die Auftraggeberin ihre Wohnung. Was möchtest du eigentlich wie eine blöde Zimtzicke? Ja, lass dich meine doch mal in Ruhe. Was soll meine Sache nicht mit dir umgehen, oder? Jetzt kommt doch unsere Auftraggeberin raus. Du, hör mal. Da gibt's richtig Bambule im Flur. Hallo. Ausgerechnet in diesem Moment ist der Monitor für wenige Sekunden unbeobachtet. So, gehen Sie mal weg. Hallo, was bist du denn für einer? Hä? Hey, wie gehst du denn mit der Frau um? Das für dich. Was ruhig, ja wie? Hä? Soll ich mal mit dir so rumspringen hier? Dann siehst du mal, wie das ist, der Schwächere zu sein. Ich lass dich jetzt mal runter. Benimm dich. Okay. Ich erwisch dich noch mal, dass du so mit der Frau umgehst. Okay. Ab mit dir. Was war denn das für eine Aktion? Sie kommen mal mit am besten. Ja, ich muss die Melanie doch beschützen. Nee, sie müssen hier gar nicht. Sie müssen einfach nur ruhig bleiben und ihrer Arbeit nachgehen am besten. Ja. Du so kleine Schlampe! Ey! Was ist denn das für ein Katzenspielchen hier? Kommen Sie mal weg von der Frau. Hey. Das bringt hier nichts, so schon mal gar nicht. Kommen Sie mal raus. Das ist geht auch ein bisschen freundlicher. Mika T. ist sauer, weil die Auftraggeberin ihr zahlreiche Stammkunden weggeschnappt hat. Zeit für ein klärendes Gespräch. Deswegen muss man doch noch lange nicht irgendwelche Drohbriefe schreiben. Die Drohbriefe, ich schreibe keine Drohbriefe. Drei Tage schreibt. Was soll das denn? Was hat das denn mit dem Paket auf sich? Haben Sie ihr noch irgendwie ein Paket hier abgeliefert mit Obst und verfaulter Erde und so und so? Die Frau ist doch voll krank, die ist doch voll irre, die soll weggesperrt werden. So, ich habe nichts zu tun, jetzt hör auf, hier so eine Scheiße zu erzählen. Also, sie sagt, sie war es nicht mit den Drohbriefen. Ja, das kann ja jeder sagen, die lügt doch.
Die Polizei ist verständigt und Nina Sassen führt die 30-Jährige nach draußen. Die Auftraggeberin fühlt sich bestätigt. Milan Djuric hat noch Zweifel. Das gibt uns nicht die Gewissheit, dass sie jetzt die Person ist, die sie hier bedroht auch, ne? Also, er hat das ja klipp und klar direkt gemacht. Und nicht von hinten rum, ich weiß es ja, nicht. Ja, aber ganz ehrlich, das kann nur sie sein. Wer soll es denn sonst sein? Okay, ja gut, wir gehen dann weiterhin hinten an die Arbeit. Und, ja, für mich ist die Sache klar, aber ich brauch's auch nicht. Das ist in Ordnung. Vielen lieben Dank, das ist auf jeden Fall nett. Und ich bin auf jeden Fall jetzt froh, dass Sie die jetzt die Richtige gefunden haben. Wirklich. Also meinen Sie, unser Auftrag ist hiermit jetzt beendet, oder wie? Ja, klar. Ich brauch sie ja nicht mehr. Ist in Ordnung. Jetzt wissen wir ja, wer es war. Und jetzt haben wir sie ja gepackt. Und dann kann ja, ich gut, ja weiter also, meine Arbeit machen. Ja, und das ist okay für mich. Ihre freie Entscheidung, ne? Nur ich... Ich würde Ihnen dazu raten, dass wir noch ein bisschen abwarten und auf Sie Acht geben. Aber wenn Sie wollen. Ja, nee, das ist schon in Ordnung. Also ich bin mir sicher auf jeden Fall, dass sie es war. Also was soll es denn sonst noch sein? Ich habe sonst keine Feinde. Alles klar, dann lassen wir das jetzt die Polizei klären und werden danach abziehen. Ja, okay, gut. Danke Ihnen. Wenn sie das so möchte, gehen wir uns schließen hiermit ab. Ja. Heißt für uns, wir packen unsere drei Sachen und verlassen erstmal die Wohnung hier. Und für die Frau, der die Wohnung hier gehört, heißt das, ihr Wellnessurlaub ist leider vorbei. Aber es ist hier viel, viel sauberer und sie wird sich wieder wohlfühlen. Also tschö. Mika hat auf jeden Fall die Briefe geschrieben. Ist doch klar, dass sie das jetzt leugnet. Für mich ist der Fall auf jeden Fall abgeschlossen. Aber schon am nächsten Morgen erreicht die Detektive einen Neuhörhilferuf. Carsten Stahl unterstützt sein Team. Schönen guten Tag. Stahl mein Name. Ich bin der Chef der Beten. Ja, können wir eintreten? Ja, dankeschön. Ich bin hier absolut gar nicht mehr sicher. Also wirklich, ich bin heute eben nur einkaufen gewesen und dann stand das hier. Das Puppenhäuschen hier oder was? Wie süß. Das Puppenhäuschen hier. Aha. Wer macht denn sowas Krankes? Das kann auch nur diese Mika wieder sein. Also passen Sie auf, als erstes mache ich jetzt eins. Ich rufe jetzt mal meine Sekretärin an, frage mal nach dem Verbleib der Mika und dann sprechen wir weiter, ja? Sekretärin Pamela Sommer soll sich mit dem zuständigen Polizeirevier in Verbindung setzen und herausfinden, wann und ob Mika T. wieder entlassen wurde. Ich würde jetzt sagen, schließen Sie erstmal Ihren Betrieb hier. Haben Sie irgendeine Möglichkeit zu Ihren Eltern, Großeltern oder einer Freundin? Ja, ich habe noch eine beste Freundin, die Nicole. Ich habe sie heute Morgen angerufen und ich kann ein paar Tage bei sie unterkommen. Ja, per Mikkels. Wie, was? Ist immer noch rum? Ist immer noch drin? Naja, gut, alles klar. Dann kann die nicht gewesen sein, dann haben wir hier noch eine neue Situation. Okay, ich danke dir. Ja, das mit Thomas kläre ich nachher. Ja? Okay, bis dann. Ciao. Also, die sitzt immer noch im Haft. Also kann sie nicht gewesen sein. Und die hat mit Kem telefoniert und da hat sie auch keiner besucht. Also kann kein Racheakt sein, den sie in Auftrag geben hat. Wer soll das denn sonst sein? Wer macht denn noch so eine kranke Scheiße? Weiß ich nicht. Interessiert mich jetzt auch erstmal nicht. Jetzt bringe ich sie erstmal in Sicherheit. Alles andere werden wir danach ermitteln. Ja? Ich bitte Sie jetzt, nehmen Sie die Sachen und dann werden wir sofort abhauen. Dann möchte ich auf jeden Fall als erstes sicherstellen. Welche kranke Persönlichkeit muss dahinter stecken? Mika kann es ja nicht gewesen sein, aber wer war es dann? Kennen wir? Alles klar. So. Dieser Betrieb ist jetzt geschlossen. Carsten Stahl wird die Auftraggeberin in ihrem PKW zu ihrer besten Freundin begleiten. Die Detektive fahren im Wagen ihres Chefs hinterher. Ich bin auch total froh, dass sie sich um meinen Fall kümmern, auf jeden Fall. Ich habe so Angst gehabt, also ich wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Wir werden verfolgt. Oh nein. Was erzählst du? Wir werden verfolgt. Erzähl, was passiert da? Auffälliges Auto, rot. Und inwieweit Abstand ist der zu euch? Nein. Er klebt uns richtig am Arsch, die ganze Zeit schon. Passt auf, dann lasst ihn jetzt einfach mal vor euch. Ja, und dann werde ich ihn einbremsen oder er fährt an mir vorbei. Lasst ihn jetzt einfach mal vor euch. Und der Weiser wäre nicht zwischen uns. Ich muss mich jetzt wirklich hundertprozentig auf meinen Job konzentrieren. Wenn ich mich jetzt auch noch auf Ihre Befindlichkeiten konzentriere, mache ich Fehler. Und die alles klar, dann lass ihn rankommen. So, wir kommen dem Zielort immer näher. Der ist jetzt links abgebogen, war Fehlalarm. Der hat nichts damit zu tun. Bleibt an mir dran. Gott sei Dank. Ich habe schon Angst gehabt. Verstanden. Ihr parkt jetzt links ab. Ich bieg in die Einbahn, in die Bucht hier rein und suche mir einen Parkplatz. Ihr bleibt im Auto. Alles klar. So, wie ich eben schon gesagt habe, Sie bleiben bitte im Auto. Ich mache die Autotüren zu, dass Sie hier sicher drin sind. Meine Mitarbeiter, die stehen da im Auto, die sehen das alle. Wenn irgendwas ist, bin ich sofort da. Sie sind hier sicher. Ich muss vor Ort gucken. Okay. So, ihr beiden, ich gehe jetzt nach vorne und mache mir ein Augenbild hier vor der ganzen Situation, okay?
die Tür auf! Mach die Tür auf! Alles klar, ich komme. Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Warte, lass ihn, bleib hier. Lass ihn. Ja. Komm mit. Was hast du hier? Komm mit. Ewald S. wollte sich heimlich davonschleichen. Der Rosenkavalier entpuppt sich als krankhafter Stalker. Um Monique Bell nur für sich zu haben, hat er einen Entführer angeheuert. Du den steckst hinter der alten Scheiße? Ich hätte dir das niemals zugetraut. Du bist echt ein Arschloch, du Schwein! Ich wollte mit dir ein neues Leben anfangen. Monique, bitte komm doch zu mir. Ich will, dass du diesen scheiß Beruf aufgibst. Die Polizei ist verständigt. Für Monique Bell waren die letzten Wochen der blanke Horror. Wird sie weiter als Prostituierte arbeiten? Schauen Sie mal, deswegen sage ich, ich Ihnen, seid ihr immer wieder zu leider zu den Frauen, die den Job machen wie ihr. Ihr wisst nie, mit wem ihr euch da einlasst. Ja? Ihr wollt das schnelle Geld, ihr wollt das einfache Geld. Der wollte es einfach für sich haben, der wollte nicht mehr teilen. Für ihn war das sein Eigentum. Ja? Und das war ihm jedes Mittel dafür recht. Und das hätte er auch durchgezogen. Ich bin so froh, dass die echt wieder zur Stelle waren, nachdem ich sie weggeschickt habe. Einfach nur klasse. Und ich bin so glücklich, wer weiß, was mir sonst passiert wäre. Ewald S. und sein Helfer wurden wegen Nachstellung, Bedrohung und versuchter Freiheitsberaubung zu 20 Monaten auf Bewährung verurteilt. Das Gericht hat verfügt, dass sich Ewald S. Monique Bell darüber hinaus nicht weiter als auf 150 Meter nähern darf.